So, moin moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Rennen, Rennen Nummer 4 in der TMFL. Heute geht es für uns um die Top 10. Im letzten Rennen sind wir ja wirklich gut gefahren eigentlich und sind dann auf Platz 6 liegend, ne, auf Platz 7 sogar, rausgefallen. Top 5 wären drin gewesen mit dem Regen. Eigentlich kam mal gut klar und dann ist aus unerklärlichen Gründen das Auto ausgebrochen, aber ab Mittwoch seht ihr es dann im Video, ganz klar. Das kommt am Mittwoch. Für alle, die es jetzt hier auf YouTube sehen, das letzte Rennen dürft ihr euch angucken. Das war bittere Geschichte. Ja? Soweit, so gut. Wir wollen uns aber heute mit Woodland Park ein bisschen auseinandersetzen und dazu wollen wir gleich mal den Trailer anschauen. Schauen wir uns also den Trailer hier an und ich habe auch schon mal vorgeladen. Also gucken wir mal, wie die Strecke heute aussieht im Trailer. Let's go. Ja, ein bisschen Motorsäge hier. Oh, ein bisschen Country-Musik. Sieht nach einer sehr offenen Strecke aus, Freunde. No way. Wird es wieder regnen? Es wird doch jetzt nicht wieder regnen. Das könnt ihr nicht. Freunde. Das wird gefährlich. Okay, also, anscheinend wird es wieder ein wenig regnen, aber das sehen wir dann mal. Heidewitzka, ja, es sieht ein bisschen nach einer offenen Strecke aus heute. Wir wollen auch nochmal rein in die Standings. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und hier sind wir direkt in Division 7. Bei mir, im letzten Rennen hatten wir natürlich einen Ausfall. Das hat uns natürlich Punkte gekostet und wir sind gedroppt auf Platz 13. Ja, wir müssen mal wieder ein bisschen Gas geben, ein bisschen wieder vorne reinfahren, ein bisschen mal das Rennen abschließen, ja, wieder, wir haben ja jetzt, im dritten Rennen waren wir draußen, zwei Rennen haben wir gut gemacht, wir waren erst 15., dann 11., dann hat es fast für die Top 5 gereicht, naja, jetzt sind wir hier auf einem guten Weg, würde ich sagen, ne? Wir können aber natürlich noch in Division 6 gucken, zu dem Heidi Cat ist auch dabei, den holen wir gleich hoch ins, ins Discord. So, für ein Heidi-Cat hat sich auch nach dem zweiten Ausfall leider in Folge die Situation ein bisschen verschlechternd. Platz 25 nur noch, 3019 Punkte. Das ist nicht mehr allzu weit weg von Platz 50. Heidi-Cat, da sind heute Punkte fällig, wa? Dann gehen wir mal ab ins Qualifying. Nee, Qualifying sage ich schon. Wir gehen mal ab ins freie Training, würde ich sagen. So, sehr, sehr offen. Oh, guck mal, Steilkurve ist auch mit drin heute. Oh, das wird wild, wie die Leute das fahren heute. Da bin ich gespannt. Also, lol. Also, Chat, wie immer, wir fahren am Anfang mal ein bisschen mit den Jungs hier ein, im freien Training. Dann schalten wir die Jungs aus, wenn wir wissen, wie es gefahren wird. Und dann im Rennen fahren wir dann wieder mit den ganzen Jungs. Oh, das ist ziemlich High Speed heute. Oh, 180 Kurve. Die aktiviert gleich mal meine ganzen Spawn. Mechaniken. Ich glaube, ich muss dich ein bisschen lauter machen. Okay. Tatsächlich. Oder Chat, was meint ihr? Ich kann mich auch lauter machen. Müssen wir den. Oh, müssen wir den Heidi ein bisschen lauter machen? Oh, da kannst du dich richtig wegflippen, wenn du das hier nicht schaffst. Lul. So, lauter. Wir machen den Heidi-Cat auf jeden Fall lauter. Gleich. Okay, das ist eine Schikane hier. Hey,
also ich habe mich probeweise schon einmal festgefahren, ja. Ja, ich habe einmal gebonkt. Muss ja sein beim Team Bonk. Oh, ich, scheiße. Ich habe mich tatsächlich festgefahren. Echt jetzt? In der dritten Kurve. Auf no way. Ersten Runde. Das fängt wirklich gut an, muss ich sagen. Aber ich glaube, heute kannst du echt viel driften und da musst du echt aufpassen auf die Reifen, ey. Ich glaube, Reifenverschleiß wird heute tatsächlich ein Thema sein. Das könnte das erste Rennen sein, wo die Reifen eher eingehen als der Sprit. Ja, guck mal, das sind nämlich auch 9%. Vielleicht muss ich dann Reifen schon fahren. Ja, wenn du auf der Strecke pushst, hast du extremen... Man trifft ja, glaube ich, quasi alles, ne? Nee, also ich nicht. Okay. Ja, wie gesagt, ich mache das falsch. Aber Driften ist schon Key hier in manchen Kurven. Hey, ich bin so froh, dass ich nicht streame, ne? Nicht, weil ich nicht ganz streamen würde, aber weil ich das echt keine Ahnung schon will, was ich da gerade mache. Jetzt aber. Hier ist auch nicht viel besser. Jetzt machen wir eine schöne Runde noch. So. 0,3 vorne. Und das ist eine gute Zeit. 0,5 vorne. 56,4. Und da gehen noch 0,3. Safe. Die habe ich im ersten Sektor gerade eben geholt. Das kann ich mal, glaube ich. Nein. Okay. Ja, war doch gut hier. Also, boah, 9,9. Praktisch mit den Reifen. So, es geht ab ins Qualifying. Wir haben ein Warm-up von 30 Sekunden natürlich nochmal. Ah, wir haben eine gute Zeit gefahren, finde ich. Und zweitschnellster bisher. Deswegen nicht nervös sein, einfach durchfahren. Wir wollen eine gute Zeit. Ich glaube, Top 5 ist okay. Jetzt für Warm-up. Deswegen würde ich sagen, let's go, Freunde. Fürs Warm-up haben wir, für den haben wir natürlich ausgeschaltet. Nicht in der Boxengasse crashen. Ja. So, die Reifen wollen wir natürlich auch ein bisschen anfahren, deswegen driften wir ein bisschen. Lieber die Reifen anfahren, als den Baum anfahren, sage ich immer. Der ist safe. So. Wir wollen einfach nur eine cleane Runde durchbringen heute. Eine cleane Runde im ganzen Rennen? Im Qualifying. Ach so, das macht mehr Sinn. So, es geht rund. Konzentration. Shit, das war eine schlechte 180. Ich glaube, das ist die schlechteste Runde, die ich im ganzen Ding gefahren bin. War 1,2 Sekunden schlechter. Naja, 57,9. Mal gucken. 15 Sekunden. Dann ist der Rennstart hier bei mir. Probieren wir nochmal. Wir beginnen bei Rennstart natürlich wieder ohne die Jungs und Mädels. Und los geht's. Let's go. Ab ins Rennen.
Wir sind 10. gewesen im Qualifying und jetzt geht's los. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Punkte gemacht. Sehr, sehr geil. Runden haben wir. Zwillig, wenn du noch da bist, 48 Runden. 11 Runden können wir machen. Maximal. Was ist unsere Strategie dann? So. Eine Taste zum Ausstellen des Hubs ist aus irgendeinem Grund nicht mehr belegt. So. Da schon erst einen kleineren Fehler gemacht, dass wir hier nicht mit Fullspeed rausgehen. Ziel heute ist natürlich wieder die Top 10. Das war knapp. Pullover ist schon 10 Sekunden vorne weg. Oha. So, wir haben ja auf jeden Fall einen guten Kampf um Platz 11 gerade. Oder hat schon den ersten gegen den Baum gejodelt? Ich bin mal gespannt, was haben wir gesagt? 9 Liter brauchen wir pro Runde. Warum bin ich hier eigentlich schon wieder Letzter? Ich fahre nicht mal so schlecht. So, dann wären wir mal wieder in den Top 10. Let's go. Ah ja, da, schon nicht mehr letzter. So nehme ich. Und schon auch nicht mehr vorletzter. Peu à peu arbeiten wir uns hier vor. Okay, erste DNF. Okay. Also 48 Runden, ne? Ja. Das geht sich irgendwie nicht gut aus, finde ich. Nee. Mathematisch. Nicht so wirklich. Und ich habe weniger Reifen als Benzin. Und das gefällt mir gar nicht. Ja, ebenfalls.
was würde jetzt rein theoretisch passieren, wenn die Reifen komplett... Dann bist du raus. Ah ja, okay, also das lässt, muss man vermeiden. Auf jeden Fall. Reifen musst du auf jeden Fall über 1% halten, wenn du in die Box gehst. Arbeite mich kontinuierlich nach vorne. So, ich versuche ein bisschen mehr Reifen zu sparen jetzt. Ich arbeite mich doch nicht kontinuierlich nach vorne. Oh, da hat es schon einen richtig weggejodelt da. Der steht in der 180-Grad-Kurve. So, vor mir fährt auf jeden Fall eine Dreiergruppe bis Platz 5. Die ist in Reichweite. Ich versuche mehr zu releasen, um Reifen zu sparen. Ich glaube, das klappt ganz gut gerade. So, dann wären wir doch schon mal auf Platz 7 vorgefahren. Ja, meine Reifen sind schon, ich spüre schon, dass sie schlecht sind. Platz 6 sogar. Let's go, dann sind ja Top 5 heute tatsächlich möglich, wenn wir es gut timen. Fünfter sind wir jetzt. Heidewitzka, heute machen wir uns aber vor. So, 30% Reifen. Wie wäre es, wenn ich immer 10 Runden fahre? Ja, das wäre jetzt auch so meine Idee gewesen. So 9 bis 10. Weil das wird schon zu einem ganz schönen Bus hier, das merke ich. Da bist du schon ein richtiger LKW, wenn du hier kurbeln musst, ey. Ja, definitiv. Das ist, in den Slaloms ist das sehr unangenehm. Ich glaube, das mache ich auch. Ich werde 10 Runden fahren und dann kann ich hier nämlich auch gut mit den Reifen immer haushalten. Dann kann ich hier nämlich auch driften und die schnellen Runden fahren. Und dann in der letzten Runde praktisch, oder in dem letzten Stint, werde ich dann weniger Runden fahren praktisch. Alter Falter, ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich glaube, da muss ich sofort rein, da verlierst du so viel Zeit, ey. Fuel ist tatsächlich nicht das Problem. Ich werde reingehen jetzt, auf jeden Fall. Ich habe noch nicht einmal die Boxeneinfahrt gemacht, ne? Echt? Ich glaube, mein Vorteil ist auch, mit dem Holunder am Server werde ich kaum volle 48 Runden fahren. So. Gibt's neue Reifen?
Tank nehmen wir immer voll mit. Macht nämlich keinen Unterschied bis zum letzten Stint. So, und dann sind wir 11. nach dem ersten Boxenstopp. Nein! Gebonkt. Erster Fehler. Mit den neuen Reifen, ey, gleich. Es hat gut Zeit gekostet. Ach ja, so auf Platz 14 zurückgefallen. Dadurch jetzt natürlich. Das war schlecht, aber es hätte sehr viel schlechter werden können auch noch. Wie sieht's bei dir aus platzierungsmäßig? Momentan Platz 30. Okay. Aber diesmal haben wir wenigstens mehr als 30 Spieler am Server. Okay. Aber ich habe das Gefühl, es war noch nicht jeder in der Box. Ja, das glaube ich auch bei mir gerade. Das dürfte jetzt ich aber auch das gleich Gefühl, der Fall sein. Ich gut fahre. Also muss ich ehrlich zugeben. Ich könnte besser fahren. Mhm. Geht jetzt zum Beispiel einer in die Box schon mal. So, also wir kämpfen hier hinten so ein bisschen Platz 13, 14 gerade. Enormen Speed hier mitgenommen gerade. Diese Pace, die müsste ich halt halten konstant. So, jetzt haben wir gerade eben zwei gleichzeitig schnabuliert auf einen Streich. Sehr schön. Mache ich solche Sachen, da kann man halt keine Pace halten. Da muss ich jetzt ein bisschen die Pace halten. Zehnter sind wir jetzt. Es scheint jeder im Dingens gewesen zu sein. In der Box. Ich glaube, ich habe jetzt einen guten Ding gefunden, meine Reifen zu sparen. Shit, das war richtig schlecht. Da kommen die jetzt auch richtig Speed an. Also Top 30 war ich vorher auch schon, aber jetzt nicht mehr 30. So, das hat jetzt Speed gekostet hier auf jeden Fall die Runde. Das war ganz schlecht gefahren. So. Ich denke, ohne Fehler wird hier schon einiges ausmachen. So, wieder gut genommen den Bereich jetzt mal. Nächstes ist auf jeden Fall ein enges Rennen. Ja, ich wollte gerade sagen, nächstes Mal nehme ich mir nicht so ein Formel 1 ähnliches Auto, sondern eher so ein Rasenmäher. Ich glaube, das wäre besser.
So, jetzt haben wir gut Zeit gemacht. Auf jeden Fall. Zehntel auf meine schnellste Runde. Ich weiß nicht, zeigt das die schnellste Runde? Ja, best ist 56,9, okay. Und ich bin schon in der 56,9 gefahren. Das war sehr, sehr, sehr wild, was wir gerade in der Kurve gemacht haben. Ei, ei. Hoch improvisiert. Ja, schon langsam für die Strecke. Bisschen spät, aber besser spät als nie. So, wir sind wieder Achter. Sind da die ersten schon wieder in der Box gewesen, oder was ist da los? Ja, meine Reifen sind auch schon wieder. Unangenehm, glaube ich. Oder mehr vielleicht hier. Oh, Chat, das war richtig lucky gerade. Bildet sich gerade eine gute Truppe um mich herum. Aber wir haben sie, glaube ich, im Griff, Chat. Oh no, das war schlecht. Da bin ich sehr hoch gekommen gerade. Das war ein Timeloss von 7 Sekunden. So, jetzt in die Box oder später? So, sehr, sehr schön. So, was haben wir denn? Ich bin aufs Gras gekommen beim Anbremsen, das war nicht geil. Aber direkt mal 3 Zentimeter verloren. Ja, wir werden langsam wieder zum Bus. Fall. So, jetzt gehen wir rein. Auf jeden Fall in der nächsten Runde. Dann haben wir wieder frische Reifen. Als Vierter, wieder an Position 4. Wir werden auch viele vor uns drin gewesen sein wieder. Weißt du, was ich glaube? Eines schönen Rennens wirst du aufsteigen und ich absteigen. Meinst du? Ich glaube es nicht. Das glaube ich nicht. So. Wir gehen in die Box. Thank you.
So. Oh, Freunde. Also, Vierter waren wir. Natürlich fahren wir jetzt wieder zurück, ist klar. Getrunken haben wir auch. Wir gehen alle 10 Runden in die Box. Starten wieder voll raus. Und haben bisher einen einzigen Fehler gemacht. 10. Wir haben uns vorgearbeitet. So. Ich glaube aber, vor uns gehen auf jeden Fall noch welche in die Box. Denn welche, die komplett durchgefahren sind, müssen auf jeden Fall in die Box. Und Reifen haben wir auf jeden Fall geschont. Im letzten Stint. So weiterfahren und dann passt das, glaube ich, mit der Top 10. Das wäre auf jeden Fall ein geiles Ergebnis. Alles zusätzlich wäre zu Brot. Auf jeden Fall, aber ja, wir müssen da auf jeden Fall noch verteilen. Ich bin jetzt wieder auf der Position. Ja, ich bin sogar schon eins vor meiner Position, die ich hatte, bevor ich den großen Fehler gemacht habe. So geil. Ja, klar. Geht vielleicht noch was. Aber ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu viel pushe. Dann auch nicht. Das war jetzt tatsächlich mal schnell. Durch die 180-Grad-Kurve gekommen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich da schlecht durchkomme. Spät gebremst gehabt an dem Punkt. So, Flowtam ist im Pit. Genau, siehst du? Da gewinnen wir nämlich auf jeden Fall noch einen Platz. Eigentlich. Ah, okay. Guck mal, er ist direkt vor uns. Jetzt mal eine gute Zeit. Boah, das war richtig knapp. Da habe ich ordentlich rollen lassen. Da haben wir die Zeit auf jeden Fall verkackt, aber wir haben nochmal einen Bonk verhindert. Verliere gegenüber dem hinter mir, aber ich gewinne auch gegen den vor mir. Ja, ist doch schön. So, ich habe jetzt meinen Platz auch. Oh ne, oha, wir sind 6. Da sind tatsächlich noch deutlich mehr im Pit gewesen, als ich dachte jetzt. 5. sogar. Let's go! Der von mir fährt mit schlechten Reifen. Und ich fahre mit schlechten Skid.
Das hier auf jeden Fall ein gutes Rennen hier. Wir fahren ineinander. Okay, das hat er deutlich besser genommen als ich gerade. So, aber wir kämpfen gerade um Position 5. Nicht schlecht, finde ich persönlich. Shit, jetzt habe ich es ganz verkackt, die Kurve. Er hat natürlich deutlich mehr Speed hinten raus. Oh, er hat diese Kurve, hat er sehr gut drauf. Die Start-Ziel-Kurve habe ich noch gar nicht drauf. Ja, sie haben keine Idee angefahren. War nicht schlecht. Da wundert es mich, wie ich so lange mit dem Platz 5 mithalten konnte. Der ist echt gut, ey. Der fährt echt gut. Der weiß die Strecke auf jeden Fall. Ich kann die Kurve nicht mehr fahren. Heieiei. Wir haben wieder aufgeholt. Er hat zwei, drei Fehler gemacht. So, mir wäre es jetzt recht, wenn der Holunder mal noch ein bisschen mehr Gas geben wird, dass ich nicht hier unten fahren muss. Ah ja, okay. So, wir kommen ja gleich wieder ins nächste Boxenfenster. Das geht ja fix. Oh, der Vierte hat einen Fehler gemacht. Wir sind tatsächlich gerade im Kampf um Platz 3 und 2. Oder ich glaube, die waren in der Box. Ja, ich glaube, die waren in der Box. Ende Runde 30 gehen auch wir rein. So, eine Runde fahren wir noch und dann geht's ab in die Box, Freunde. Ich muss schon sagen, ein paar Leute könnten jetzt den FM auch noch da vorne. Hätte ich nichts dagegen. Also ich fahre hier gerade mit den ersten vier. Und das ist relativ... Bis ich im Ziel bin, hast du 5 Matchmaking-Spiele gespielt. Aber die fahren richtig, richtig gut, ey. Ich muss hier wirklich alles reinwerfen, was ich habe. Mit meinem LKW-Lenkrad jetzt gerade. Mit den Reifen. You're running out of fuel. Ja, ich weiß, ich run out of fuel. Das stimmt. Okay, das wird nochmal die schnellste Runde im Rennen. Jawohl. Oh! Der Vierte muss auch in die Box?
Chat, das heißt, wir sind nah dran. Shit, ich war zu weit. Keine gute Boxeneinfahrt gewesen. Jetzt nochmal voll tanken und dann die Runde. Und dann den Stint drauf. Müssen wir auf ausrechnen, was wir für 8 Runden brauchen. 9 mal 8 sind 72 Liter. Zwei schnellste Rennrunden in Folge. Oh, nice. So viel zu konstant und vorsichtig, ne? Ja, so muss sein. Wieder wen überholen. Das läuft dann leider. Wenn ich so weitermache, bin ich nicht weit genug hinter Holunder. Shit, die erste Kurve war jetzt richtig beschissen. So, wir müssen wieder in den Rhythmus kommen jetzt. Muss wieder besser die Runde fahren. Wir fahren schlechte Rennzeiten, Freunde. Das war schlecht. Im ersten Sektor schneller. Das muss doch jetzt mal eine gute Zeit werden. So, was war das für eine gute Zeit? Und eine schlechte Zeit, weil im letzten Sektor alles weggeworfen. Ja, ich glaube, ich muss einmal mehr in die Box fahren als befürchtet oder als angenommen. Wieso das? Shit, das war schlecht. Ja, weil irgendwie so wenig Reifen da sind, aber noch so viele Runden. Okay. Und ich bin nur 2 Runden hinter Holunder. Ich glaube, mein GPS hat einen Ausfall. Oh, da hat einer eine 55,6 hingeklatscht, ey, der Nobody. Holy Guacamole. So, gute Runde jetzt gewesen. Jetzt ist die Frage, wie viel verliere ich beim Boxenstopp, wie viel Zeit?
wie viel verliere ich mit schlechten Reifen? Holy Guacamole, Chat, da haben wir den 8. Mal jetzt richtig stehen lassen, der vorher 7. war. Ist das eine neue Bestzeit? Auch nicht, aber gut nah dran. Die Pace nehme ich. All day long nehme ich die Pace. Die 6. sind wir jetzt. Und gleich müssen wir auch wieder tanken, ne? Das war schön gefahren. Schön. Auf Nobody haben wir gut Plus gemacht gerade eben. Fokus und Meth sind in der Box. Ich glaube, ich hätte das durchziehen sollen. Guter Flow gerade drin. Okay. Das könnte sich aber trotzdem ausgehen. Ich muss jetzt nur halbwegs Reifen sparen. Innerhalb von einem Boxenstoppfenster hinter Excurio bleiben. Dann könnte sich's ausgehen. So, wir müssen noch 2 Runden fahren. So, wir sind 3. im Moment. Aber das ist halt durch die Boxenstopps gerade. Aber nehmen wir mit, so ein Podium mal schnuppern ist schon ganz nice. Das ist schon geil. Holunder hat übrigens seine Führungsposition verloren. Oh, da ist der Erste. Der überrundet mich gerade. Das heißt, wir müssen tatsächlich sogar weniger mitnehmen. Eine Runde weniger. Was bedeutet das für unseren Sprit-Chat? Sag das mal. Das heißt, wir müssen nur noch 7 Runden. Ja, die Frage, ob du dich darauf verlassen kannst, wenn ein Unfall baut. Das stimmt. Ich würde fast eine Runde zur Sicherheit mehr nehmen, als nach was ausschaut. Ich hatte jetzt auch schon 3 Runden auf den ersten, auf den Bonfire, der die letztens gewonnen hat. Jetzt sind es nur mehr 2 Runden. Okay. Also definitiv möglich, dass sich da dann auch wieder was ändert. Dann fahren wir tatsächlich, machen wir die 8, also die 72 Liter rein, ne? Würde ich sagen, Chat, oder? Let's go. Eine Runde noch und dann gehen wir nochmal rein in die Box zum letzten Mal. Nobody ist jetzt auch gerade in der Box. Das heißt, wir sind 2. Ah ja, okay, ich muss voll mitnehmen. Der Erste ist auch in der Box. Das ist ein Battle davon. Der Volumba hat wieder zurück überholt. You're running out of fuel. Ah ja, meine Strategie ist aufgegangen. Hinter dem Boxenstopp, also im Boxenstopp-Fenster von Excurio zu bleiben. Okay, das ist schon mal schön für dich. Das ist super.
Aber nur 3 Sekunden, also die 3 Sekunden darf ich nicht verlieren jetzt bis zum Ende des Rennens. Und das mit potenziell schlechter werdenden Reifen zum Ende hin. So, 72 Liter brauchen wir. 8 Runden. 9 mal 8, 72. Oh, 20. Nein! Gebonkt! Oh, shit! In der Box! Beim Losfahren! Wer stellt denn da einen Pillar hin? Shit! Oh, das hat gekostet. Das könnte unsere Top 5 gewesen sein. Wenn der da vorne so weitermacht, sehe ich noch einmal. Also ich habe tatsächlich plus eine Lap. Aber wir sind Siebter. Let's go. Jetzt gucken wir mal, ob noch was nach vorne hingeht. Aber ich glaube, der wird keine schlechten Reifen haben bis zum Ende hin. Let's go. Neun Sekunden. Neun Sekunden auf den sechsten. Na, ah, das ist schwierig. Da muss er gute Fehler machen. Xcuri hat einen Fehler gemacht. Ich kann fix safe nennen. Sagt er und fast gegen den Baum. Oh, das war ein bisschen weit rausgetrieben bei mir gerade. Das war gar nicht gut. Ja, da haben wir jetzt 10 Sekunden. Also, das heißt, wir müssen Platz 7 einfach nur nach Hause fahren, Freunde. Aber Platz 7 ist schon viel, viel mehr, als ich mir erhofft hatte. Und das müssen wir jetzt nur irgendwie nach Hause bringen. Ich muss das jetzt alles in Losleit fahren, glaube ich. Oh, da ist noch einer im Pit. Let's go! Da ist noch einer im Pit! Das heißt, wir sind Sechster. Let's go, Chat!
Das müssen wir aber auch erstmal heimfahren. Als Platz 6. Naja, da ist er. Also das gibt jetzt noch einen heißen Kampf hier um Platz 6. Und mit Platz 7 bin ich absolut auch zufrieden. Platz 6 wäre schön. Er fährt auch viel besser. Also er ist besser als ich, das muss man klar sagen. Aber er macht auch Fehler. Ich muss noch eine Runde fahren. Noch eine Runde ist Nosleiden. Nein, aufs Gras gekommen, das war's mit Platz 6. Shit! Schade! Außer er macht noch einen Fehler. So, Wales ist Winner. Oha, wir sind trotzdem auf Platz 6. Was ist passiert? Wir hätten Fünfter werden können. Schade. Aber... Let's go, Chat. Wir sind Sechster geworden. Let's go. Let's go. Nicer Run. Meine Güte. Viel besser, als ich mir gedacht habe. Wow. GZ, Glückwunsch. Let's go. Hype in den Chat, Freunde. Vielen, vielen Dank, Heidi. Puh. Erstmal ein fettes GG in den Chat. Oh. Da muss ich erstmal einen Schluck drauf trinken, ey. Das heißt, wir waren 10. in der Qualifikation und 6. nochmal im Race. Haben sogar eine gute Zeit gefahren, finde ich. 56,4 war eine angenehme Zeit. Aber die Jungs vor mir waren alle schneller. Da gibt es nichts. Auch Meth am Ende. Der hat sogar einen Stop mehr gemacht als ich. Guck mal, wie schnell der war. Der ist schnell gefahren. Aber einen Stop mehr gemacht als ich. Oh, zwei. Nein! Gebonkt! Oh, shit! In der Box! Beim Losfahren. Wer stellt denn da einen Pillar hin?